Ich musste schnell handeln. Es gab keine Lücken in ihrer Aufstellung. Also musste ich, dass wir kämpfen mussten. Dank der Federn in deinem Drink konnte ich schnell zwei Zombies ausschalten, indem ich ihre Köpfe gegeneinander schlug. Du bist stark. Ich mag starke Frauen. Aber ich habe die beiden Heinis dann gepackt und vorgeschoben, damit die ihre Fötze in Bewegung kriegen. Ich wusste, dass wir zusammenbleiben mussten, wenn wir lebend rauskommen wollten. Zer hat alles geblockt und die Elends rechts und links verdroschen, Schmerz durch Knochen und alles. Echter Anblick, da zahle ich dir aber. Mein Schwert gab mir die Kraft, uns durchzukämpfen. Doch ich hatte mehr Zeit für einen guten Plan gebraucht. Es waren so viele. Wir mussten auf die Hauptstraße zurück. Doch der unregelmäßige Boden so tief im Wald macht es schwer, vor diesen untoten Horde zu fliehen. Wo waren sie überhaupt hergekommen? Zumindest war jetzt klar, warum wir keine Tiere auf der Straße gesehen hatten. Die Untoten hatten sie gefressen. Und wir waren als nächstes dran gewesen, wenn wir unsere nicht in Bewegung setzen würden. Also rannten wir. Aber dieser schüsselige Mensch, der den Adige so tragen, ist nicht für Laufen gedacht. Ist nix als blöd aussehen. Und meist ist die Kleidung nicht immer so deutlich bequem. Ich war besser vorbereitet als Theo. Doch sogar ich musste einen Platz Nähe in Kauf nehmen. Ich konnte reden. Hinter uns hören, wie sie uns anschrien, uns zu beeilen, wenn wir nicht sterben wollten. Also schlang ich mit Hand um Theos Brokatengürtel und ließ nicht los. Ich würde auf meiner ersten Mission gewiss niemanden sterben lassen. Aber dann, kurz bevor wir die Hauptstraße erreichten, stolperte er. Es war wohl nur eine Frage der Zeit, bis es passierte. Rhea hatte uns irgendwie überholt und war bereits auf der Hauptstraße. Ich versuchte Theo aufzuhelfen, doch seine Hose hatte sich wohl in einen Dorn verfangen. Und er konnte nicht aufstehen. Ich versuchte ihn zu befreien, wirklich. Doch meine Hände zitterten zu stark und waren so verschwitzt. Ich sah die Zombies, ihre verrotteten Gesichter, wie sie immer näher und näher. Ich war zu weit vorn, um zu sehen, was geschah. Und als ich es bemerkte, war es zu spät. Auf die Straße zu kommen, war Prio Nummer 1. Aber als wir da waren und die beiden Jungs nicht, wusste ich, dass da was im Argen lag. Ich drehe mich um und sehe, dass Archie und Theodore am Boden liegen. Und ein Haufen Zombies, der immer näher kommt. Ich konnte die ersten zwei, drei noch abwehren, aber es waren so viele. Dann hörte ich Theo schreien, ein fürchterlicher Schrei voller Schmerz. Ich habe von solchen Schreien noch gelesen, doch ich dachte nicht, dass sie so herzzerreißend. Ja, so herzzerreißend klingen könnte. Und mit einem Mal standen Rhea und Zirbel wieder neben uns. Sie schafften es, die Zombies zurückzudrängen und halfen Theo auf die Beine. Soweit sie ihm auf das, was von seinem linken Bein übrig war, helfen konnten. Wir brauchten einen Plan. Wir konnten unmöglich gegen so viele Zombies kämpfen und mit Theodos Verletzung war an Flucht auch nichts zu denken.
Doch dein Drink half mir, weiterzumachen. Wie ein flüssiger Glücksbringer. Ich hatte bereits eine Chimäre durch einen Nest dazu gebracht, mir ihre Spucke zu geben. Also sollte ich mit einigen Untoten und einem verletzten Kunden auch klarkommen. Echt jetzt? Du hast eine Chimäre ausgetrickst? Das habe ich. Du bist echt immer für eine Überraschung gut. Hör mal. Und da ein Kampf auch diesmal aussichtslos war, dachte ich, vielleicht konnte ich die Untoten nehmen und so überlisten. Theo war verletzt und es sah nicht gut für ihn aus. Die Untoten wurden von dem Geruch seines Bluts angezogen. Und dank deines Drinks war ich immer noch ziemlich flink. So Untote sind langsam. Also drehte ich mich zu den anderen um. Rhea hielt ein Dutzend dieser untoten Monster in Schach, während Archie Theodor stützte. Ich nahm mir ein gut verschmiertes Stück Stoff, das von Theodors Beinen brummelte. Keine Ahnung, ob sie mir zuhörten oder ob es das Blut war, aber ich rief: Ich bin hier, holt euch euer Frischfleisch, kommt schon. Dachte ich, die wären Menschen geworden, aber war clever. Nun lag ihre Aufmerksamkeit eindeutig bei mir. Archie war nicht ansprechbar, also wies ich Rhea an, die Straße nach Samala zu folgen und Theodors Wunden so schnell wie möglich zu versorgen. Ich würde, sobald ich hier fertig war, zu ihnen aufschließen. Also machten wir so. Ich streite nicht mit Frauen, die größer und schneller sind als ich. Und sie hat da echt den gerettet. Hör mal. Sehr gut, ihr beiden. Ich lockte diese untoten Monstrositäten weg von Rhea und den Jungs. Ich war so viel schneller als sie. Es war überhaupt kein Problem. Doch ich wollte sie dauerhaft loswerden, sonst wäre unsere Sicherheit von kurzer Dauer. Und als ich eine Klippe zwischen einigen Bäumen sah und dahinter nichts als das Meer, wusste ich, was ich tun musste. Ich musste meinen Instinkt überwinden. Nicht ungefährlich. Doch ich schrie noch einmal: Kommt und fangt mich, wenn ihr könnt. Und dann warf ich das blutgetränkte Stück Stoff die Klippe hinunter. Meine Instinkten sprangen an. Ich wollte danach schnappen und es apportieren. Doch mein Wille war stärker als der Monster. Einer nach dem anderen versuchte, den blutgetränkten Stoff zu erwischen, sprang und fiel in, nun, hoffentlich den letzten Tod. Ich kann nicht glauben, dass das wirklich funktioniert hat. Ich auch nicht. Aber sonst wäre es nicht ich nicht hier. Ich bin froh, dass es geklappt hat. Untote scheinen wie Rudeltiere zu sein. Jedenfalls größtenteils. Ein Zombie hängt irgendwann. Okay. Das Gerücht. Ein paar von ihnen haben nicht angebissen. Das war kein Problem für mein Schwert. Also folgte ich den Spuren der anderen, bis wir uns trafen. Konnten das Licht von Samala schon in der Ferne sehen. Aber wir waren nicht schnell genug. Mit jedem Schritt wurde Theos Hand, die auf meine Schulter gelegt hatte, schwächer und schwächer. Ich konnte ihn nicht einmal anziehen, während ich mit ihm sprach, um ihn beim Bewusstsein zu halten. Selbst dann nicht, als seine Antwortpfoten weniger und hungriger wurden. Aber ihr habt es geschafft, oder? Oder?
dir. Nein. Er hat es nicht überlebt. Sagt, dass das nicht wahr ist. Ich wünschte, es wäre das nicht. Aber ich würde niemals mit dem Tod einer anderen Person lügen. Vor allem nicht sein. Es tut mir so leid, Archie. Ich wusste nicht, dass diese Mission so ungefähr. Ist nicht deine Schuld und auch nicht unsere. Vielleicht hätte ich einen anderen Drink. Es ist schon in Ordnung. Wir haben unser Bestes gegeben. Doch manchmal laufen die Dinge einfach nicht nach Plan. Das Leben ist wohl nicht so magisch perfekt, wie all meine Bücher es immer behauptet haben. Sogar den Besten können schlimme Dinge passieren. Vielleicht verdienen manche es sogar, aber die meisten tun das nicht. Ich wünschte mir, es wäre nicht er gewesen. Es ist so ein selbstsüchtiger Gedanke, aber ich kann nicht aufhören, an ihn zu denken. Und das ist in Ordnung. Es ist nicht fair. Warum er? Tut mir leid, ich wollte nicht laut werden. Ist schon okay, wie kindert alle hier. Manche Tode sind einfach unausweichlich. Krankheit, hohes Alter, was auch immer der Grund ist. Die sind leichter zu verarbeiten, auch wenn sie wehtun. Das stimmt. Und dann gibt es die Tode, mit denen keiner rechnet. Die sind ungerecht und fühlen sich scheiße an. Die uns denken lassen, hätte ich nur das getan, hätte ich nur jenes getan und so weiter. Man darf davon nicht fertig machen lassen. Es ist okay zu trauen, aber man kann die Vergangenheit nicht ändern. Alles, was man ändern kann, ist die Zukunft. Lebt dein Leben so, wie er es von dir gewollt hätte. Mach ihn stolz. Ihr habt wohl recht. Seid ihr trotzdem noch nach Sammler gegangen? Das taten wir. Ja, er muss gestorben sein, ehe wir dort ankamen. Jemand von der Nachtwache erkannte ihn sofort. Es wurden sofort Heiler gerufen, aber es war bereits zu spät. Man kann zwar Körper wiederbeleben, aber ihre Seelen kann man nicht zurückholen. Nachdem wir erklärt hatten, was passiert war, bot man uns an, die Nacht in Samla zu verbringen. Wir mussten uns ausruhen, ehe wir zurück konnten. Ich habe Theos Familie außerdem einen Brief geschrieben. Das war ich ihm schuldig. Ich kenne sie, seit ich ein Kind war. Und ich war in seinen letzten Momenten bei ihm. Die Person, die ihnen diese traurige Nacht überbrachte, musste ich sein. Ich weiß nicht, ob ich so gut hätte vorgehen können. Ich war wirklich nicht ruhig. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht zu makaber ist, aber könntest du etwas für mich aufbewahren? Natürlich. Was denn? Der Federkiel, mit dem ich den Brief an Theos Eltern verfasst habe.
Ich muss irgendwo auf dem Weg nach Diria meine Sachen verloren haben. Also musste ich einen neuen Federkittel kaufen. Zuerst dachte ich, es sei ein gutes Andenken, ein Memento. Doch diese Wunde schmerzt doch zu sehr. Ich werde ihn aufbewahren, solange bis du ihn wieder an dich nehmen kannst. Danke. Aber was wird jetzt im Streit zwischen Diria und dem Festland passieren? Jetzt, da ein Botschafter auf dirianischem Boden gestorben ist. Das ist eine vertrackte Situation. Und wir haben nichts in Ordnung gebracht. Wir haben alles noch schlimmer gemacht. Aber ich bin so fürchterlich müde. Bitte entschuldigt nicht. Gute Nacht. Willst du heute Nacht hier schlafen? Ein wenig Gesellschaft können oft wahre Wunder bewirken. Wunden auch, je nachdem. Kommt auf die Gesellschaft an. Und du bist vor eventuellen Funken sicher. Ich schlaf auch hier. Das stimmt wohl. Dann werde ich wohl einen deiner Räume beziehen. Natürlich, die Treppe hoch. Dritte Tür links. Fühl dich wie zu Hause. Ich werde einfach nur schlafen. Aber ich weiß deine Freundlichkeit zu schätzen. Danke. Gute Nacht. Ich hoffe, der wird schon wieder. Lass ihn trauern. Zu fragen, ob ihr einen Drink wollt, wäre gerade wohl taktlos. Lass stecken. Verstanden. Lass mal lieber über deinen Kampffertigkeit sprechen, Sam. Bist mit den Zombies sehr ordentlich Schlitten gefahren. Hör mal. Eine gute Bestienjägerin erkennt eine andere. Na, du. Ich bin keine Großkämpferin, aber kräftige Pranken für dich gut. Und so eine nette Waffe noch dazu. Freut mich, dass du ordentlich Arbeit zu schätzen weißt. Das war ein Geschenk von meiner Baba. Sie erzählte immer, dass die Drachen persönliches ihr geschenkt hätten, aber keine Ahnung, ob das stimmt. Hast du schon einmal von der Urgroßachse gehört? Den mächtigsten Waffen, wo es gibt, schmiedet, als die Welt erschaffen wurde, sichert hat. Glaubst du, dass sie wirklich existiert? Meine Baba hat gern davon gesprochen. Aber wenn ihr Schwert tatsächlich von den Drachen stammt, vielleicht ist die Uhr am Großaxt dann auch mehr nur als nur ein Mythos. Wir Zwerge sind von den unterirdischen Höhen. Weißt du, in der Ebene von Uhr. Bin in der Labyrinth aus Höhen gewachsen, umgeben von Edelsteinen. Erzlegenden Geschichten und so Terz. Hab bisher nichts anderes in die Richtung gesehen, aber ich bin sicher, dass so eine Waffe existiert. Ja. Ist bestimmt so ein Apparillo, dass du nicht mal sagen kannst, ob es echt der Axt ist. Hab gehört, dass Ur sich immer bei sich aufwahrt. Ja, hat bisher keine gefunden. Und das muss hoffentlich auch niemand. Was meinst du damit? Du kennst doch die Geschichte, wenn jemand Uhr weckt. Dann geht die Welt unter. Aber das ist nur eine Legende, oder? Etwas, das man Kindern erzählt, damit sie ihren Teller mehr essen.
Du weißt schon, ist jetzt auf oder ungewacht auf. Fragwürdige Elternstrategie, wenn du mich fragst. Hab das ein paar Mal gehört, als ich noch ein Unliges war. Hat aber nun gemacht, dass ihr selbst so eine legendäre Waffe schmieden wollt. Hast du jemals so etwas gemacht? Nee, aber ist nicht mehr lang. Ich schmied die beste Waffe, die die Welt je gesehen hat, und staub dies Jahr die Eisenherz-Trophäe ab. Und dann verplätt ich meinen X-Mann, den... X-Mann? Ja, haben zusammen mal Wort. Früher doch jetzt behauptet der doch glatt, ich wäre nix ohne ihn. Aber dem zeig ich noch, wo der Frosch die Locken hat. Aber hör mal, wird schon spät. Ich muss echt mal. Bubu hier. Einverstanden, etwas schlafen wird gut tun. Und dann schauen wir mal, dass ich eine Quest finde, wovon ich die Asche für Arbeitsmaterial kriege. Nacht euch. Gute Nacht, Lin. Nacht. Der viele Kiel. Na dann. Hanno kriegt auch noch sein Futter zum Abendessen. Da werden wir sauber gemacht. Und gute Nacht. Es ist getrocknet. Das Wasser ist abgeflossen. Dritter Akt, die Zwielichtflut. 15. Der Rückstrom. Der 20. Astralmond. Da müssen wir mal kurz nochmal würfeln. Eine 9. Das müssen wir erstmal den Vogel hier betrachten. Ja, wo geht's hier? Wo geht's jetzt zum Weiterspielen? Hier steht doch Weiterspielen drauf, oder? Hier. Glaub ich. Oha. Ja, schon wieder. Wie hätte ich den denn gesprochen? Was geht? Geht's denn auf das Wesen? Was geht? Ich fürchte, ich finde dich nicht sonderlich rätselhaft. Das sagen alle. Was geht ab? Hüpft ab, rennt ab. Es geht gut, hüpft gut, rennt gut. Warum? Mein Tag war bisher ziemlich ruhig. Der Tsunami hat mein Dach kaum beschädigt. Und nicht zu vergessen, dass ich anderen in diesen schwierigen Zeiten etwas Entspannung verschaffen kann. Und dass immer wieder wundervolle Gäste mein Gasthaus beehren. Gerade heute habe ich jemanden sehr nettes hier. Gerne doch. Ein Tsunami. Das war also, das also cool. Ich war leider total in eine Runde Magic des Kittering vertieft, hab das also alles total verpennt. Die kleinste Violine der Welt. Ich wär mega gern auf den Tsunami gesurft. Du hättest sicher viel Spaß dabei gehabt. Vielleicht bei der nächsten Flut. Ach so, das. Hey, vielleicht. Manchmal verwechsel ich die Räume. Hey, vielleicht starte ich gleich die nächste. So vor der Luft. Nein. Ach, komm schon. Du wirst echt lahm durch die Bude hier. Ich möchte, dass du meine Bude stehlen.
lässt. Und die Leute, die da herum wohnen, auch. Ich sag doch, lahm. Hast du auch was Interessantes zu sagen? Ich habe eine interessante Frage. Hau aus. Hast du Manny irgendwo gesehen? Sie ist verschwunden. Oh, die kleine Detektivin. Genau, mehrfach. Und in letzter Zeit? Vor so 2 Tagen hab in den Sumpfen mit Schild von Simkubat das Weiboy empfohlen hat. Hab einige Wanderer getroffen und wollte denen gerade die Konversation ihres Lebens zeigen. Und da unterbricht mich diese Mietkatze mich einfach meinem Verkaufsgespräch. Und dann hauen die ab, ohne mir auch in die Hand zu geben, kleine Pizza. Was hast du verkauft? Haarwuchs-Cocktails. Inspiriert durch deine Sachen. Du trinkst sie nur den Haarwuchsen. Schneller als sonst? Ach, schneller, langsamer. Sie wachsen. Man muss halt Geduld haben. Verstehe. Also wo genau sind in den Mondsümpfen bist du Manning begegnet? Auf dem Weg zu den Mondsümpfen, natürlich. Wo die Wege sich gabeln und die Natur sich anschickt, dich von den Schimmern im Wasser zu lenken. Ist das nicht in der Nähe des Portals zum Abgrund zu nichts? Na logo, Digga. Das konnte sie direkt suchen gehen. Kovabunga. Das ist eine sehr positive Einstellung. Was tut immer gut? Fliegt man denn nicht, um Spaß zu haben? Ich weiß nicht. Meine ich zu sein, das Leben ist voller schöner und wichtiger Dinge. Aber nicht alle davon machen Spaß. Sollten sie aber. Mir ist jedenfalls, was du machst, ist mir ehrlich gesagt Schwumpe. Und wo wir gerade Spaß reden, meinst du, ich sollte den Akku des Wenigs erkunden? Möchtest du das? Klingt lustig. Vor allem war ich da noch nie. Hab gehört, es soll wie Evelyn sein. Nur anders, mit umgedrehten Farben und so. Gefällt dir aber nun? Manchmal, ich war schon ewig nicht mehr da, als die Portale sich geöffnet haben, war ich sowas von schnell weg. Das glaubst du gar nicht. Waren dir zufällig die Konsequenzen deiner Handlung auf den Fersen? Extramundo. Und ich wollte auch schon immer wissen, wie eine Albtraumversion von Gaia aussieht. So nennt man den Abgrund doch, oder? Everon ist der Traum, der Abgrund des Zwielichts ist der Abtraum und Gaia, wenn man aufwacht. Sieht vermutlich ähnlich aus wie der Ruf des Heli. Habe ich recht? Keine Ahnung. Das sagst du, aber ich erkenne eine verwandte Seele, wenn ich eine sehe. Wenn du ins Spiegel guckst? Hältst du mich in die 50? Das ist du nämlich auch ganz schön witzig. Gib mir 5. Nein, geh mal nicht. Ach Mann. Aber mit offensichtlich nicht existierenden rein pathetischen Erfahrungen mit Reisen durch Ebenen. Meinst du, ich sollte mich den Schrecken von Einung und Erschrecken stellen? Warum nicht?
Auf geht's. Das klingt aufregend. Wer weiß, was du findest. Vielleicht die Antwort, die du suchst. Ich suche keine Antwort. Ich weiß, was ich will. Dann findest du vielleicht die richtige Frage. Du bist echt wichert, weißt du das? Ja. Du aber auch ordentlich. Schuldig im Sinne der Anklage. Guter Ratschlag. Wenn mich das kümmern würde, könnte ich da sicher viel über dich rauslesen. Immerhin hast du mir zugehört, also. Du hast echt Glück, dass mich das jetzt schon angeht. Wie wäre es mit einem Drink, um dein Interesse noch eine Weile zu halten? Pockers, du liest heute meine Gedanken. Irgendwas Schnelles, damit ich sofort losrennen kann, wenn die Wellen wieder auftauchen. Ich setze mich sofort dran. Etwas Schnelles. Was haben wir denn da? Sind wir einmal Febes drink? Und eigentlich nicht wirklich was anderes. Dann nehmen wir den hier. Ich komme noch Hast zu tun. Der Hast, das ist der, oh, der Säbelzahn. Sollten wir sowieso mal benutzen. Müssen wir sowieso benutzen. Ah, es bringt Stärke dazu, das geht nicht. So ein Mist, können wir vielleicht einen Drink nehmen, der Stärke mit drin hat. Gibt es da einen, der trotzdem 3. Ja, wir haben keinen Drink, der 3 Geschwindigkeit hat. Kann das sein? Skandalös. Wir müssen was so mixen. Und hier. Ein schneller Schluck. Einen Duschstreich nicht vergessen. Und ab mit dem Drink. Schnell und geschickt, genau wie du. Mega, das ist ziemlich epic, muss ich dir lassen. Danke.